Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial rund um den Football Manager von Sports Interactive. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, welche vier bekannten Tools man benutzen kann, um die Config-XMLs zu verändern. Ja? Also hier geht es vor allem um die Logos, Facepacks und Kits, also Wappen, Spielerbilder und Trikots. Fangen wir an mit dem FM Graphics Configurator. Also alle vier Tools, die ich euch hier vorstelle, sind auch nachher in der Videobeschreibung verlinkt. Und der FM Graphics Configurator ist so mehr oder weniger das Nonplusultra auf dem Markt. Das Tool ist auch schon ein paar Jahre alt, aber es kann so ziemlich alles. Also es kann hier Trikots erstellen von Vereinen und Nationen. Es kann Hintergrundbilder mit XML-Dateien versehen. Also falls ihr diese verschiedenen Background-Packs zum Beispiel habt und das Ganze als ID gespeichert habt, dann könnt ihr da sehr schön Teams, Stadien, Personen oder Wettbewerbe als Hintergrundbilder verlinken. Und wenn das natürlich euer Skin zulässt. Und der wichtige Mittelblock hier, Logos. Also bei Logos kann der so ziemlich alles machen. Backgrounds, also das sind diese Background-Logos oben rechts und links. Genauso bei Wettbewerben und Nationen. Und natürlich hier alle Logo-Größen für Vereine, Wettbewerbe, Nationen und was er glaube ich nicht kann, sind die Flaggen, aber das kann auch kein anderes Tool. Also Flaggen muss man eigentlich manuell machen. Faces kann er, wenn ich das hier richtig sehe, auch. Ich habe das noch nie mit Faces ausprobiert. Für Facepacks nehme ich eigentlich immer FMXML. Also der FM Graphics Configurator ist so, dass der Alleskönner unter den Tools. Dann FMXML habe ich euch schon einmal vorgestellt, wo es um die Facepacks geht, und es ist ganz ehrlich auch ein sehr praktisches Tool, weil wenn man das FMXML lädt, sind hier standardmäßig schon alles so ausgewählt, dass man Facepacks einfügt. Also man fügt hier oben über Browse einfach den Pfad ein, genauso wie hier beim FM Graphics Configurator, setzt hier unten noch das Häkchen und klickt auf Go und alles ist fertig. Was FMXML nicht kann, sind diese Backgrounds hier oben, wie man hier sieht, und Flaggen kann natürlich auch nicht, aber und auch so Logo-Backgrounds, also ja, ist halt auch ein älteres Tool. Also FMXML ist glaube ich das älteste von den hier vorgestellten Tools, aber es ist nach wie vor trotzdem sehr praktisch, vor allem wenn man für Facepacks was machen will, geht das sehr fix. Dann habe ich hier die einzige Java-Variante. Das ist insofern bemerkenswert, weil es für Mac-User interessant ist, denn alle anderen drei Programme hier sind in der Windows-Umgebung geschrieben und funktionieren mit Exen. Und die hier ist eben eine Java-Variante, der FM Servier XML Configurator. Der sieht jetzt mehr oder weniger ähnlich aus, aber kann auch hier Spielerbilder, Trikots und eben verschiedene Logo-Größen erstellen. Ja, der macht hier sogar Background, Right and Left, also die Hintergründe bei den Logos macht er sogar zusammen in einem Schritt. Und man kann auch bestehende XML-Dateien editieren und das ändern. Also geht auch, Browse, was auswählen, was man haben will, Go und fertig ist es. Und dann gibt es noch zu guter Letzt den FM Graphics Guru. Das ist das neueste Tool aus dem Jahr 2010, wie man auch sehen kann, und auch für den FM 2010 geschrieben. Und das Tolle ist, dass man bei dem sehen kann, was man macht. Also ihr könnt das mal zeigen. Ich lade hier mal eine Config XML und zwar von Logos. Und dann nehmen wir die Normal Logos. So, da lädt er ein bisschen. So, und da kann man jetzt hier links eben die Einträge sehen in der XML-Datei. Und rechts sieht man hier sehr schön das Logo. Also das ist wunderbar. Hier kann man dann auswählen, also das wäre jetzt hier Set All. Das heißt, für alle Logos wird dann hier überschrieben, was hier passieren soll. Und hier rechts kann man eben noch zeigen, was das einzelne Logo jetzt ist. Also hier kann man das einzelne ändern, wenn man möchte. Man kann das jetzt hier zu Huge machen oder sowas. Ja, kann man jetzt hier auswählen, Huge, Small, Flag oder sowas. Ist natürlich keine Flagge. Aber wie gesagt, das Tool kann jetzt hier auch Flaggen und so weiter machen. Und das Tolle ist halt, dass mir rechts ein Vorschaubild hat. Man kann damit auch Team-Hintergründe erstellen oder einfach nur die XML so laden und hier gucken, was da ist, und das editieren. Trikots gehen auch, Faces gehen auch, allerdings mit Abstrichen, denn als ich versucht habe, die Config-XML der Paninis zu laden, ist mir das Tool abgeschmiert, was wahrscheinlich daran liegt, dass der mit den 90.000 Zeilen
in der Config.xml nicht wirklich zurechtkommt. Eventuell ist das bei weniger Zeilen einfacher oder bei kleineren Packs einfacher. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Ja, das sind so die vier wesentlichen Tools, mit denen man hier eben arbeiten kann. Und ja, da wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und vielleicht habt ihr eine persönliche Präferenz. Ich habe, wie gesagt, für Facepacks FMXML am liebsten und für Logos hier den Graphics Configurator. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.